Jo Leute, willkommen zurück zu einer Runde Paladins Beta. Wir spielen den Beric, weil erst hatte keiner einen Tank genommen und dann hat der andere auf einmal Makoa genommen und als er dann gesehen hat, dass ich den Beric geswitcht habe, also reingeswitcht habe, ist er auf Fernando gegangen. Ganz komisch. Hat aber auch nicht geschrieben. Prepare for battle. Woohoo. So hilarious. Oh Gott. Five, four, Nein. three, two. Let the battle begin. Er war jetzt gut. Ich wusste, du kannst das schon. Erstmal das hier. Dann das hier. So, erstmal die Eevee. Der Eevee erstmal auf die Schnauze hier hauen. Jetzt hat der Beric ernsthaft die Eevee gesnackt. Ja, Leute, nicht so killgeil sein und einfach ein bisschen defensiver spielen. Ja, komm. Oh, scheiße, jetzt hat er auch sein Schild gemacht. Ich muss halt immer in der Nähe meiner Geschütze bleiben. Weil erstens heilen die mich und ich heil die. Weil ich mag die Geschütze echt. Also VEW ist ziemlich schnell gedrückt, deswegen kann ich das auch immer relativ instant drücken. Na, bist du hier? Meine Armgeschütze! Ich rette euch! Was ist das denn? Shit! Wagt! Mann, ich hasse es, wenn ich brenne. Take charge! Das müsste die Ying sein. Nee, time to take charge. Ist das Cassie? Der ist ziemlich aggressiv mit der Eevee. Boom. So. Ich denke, wir werden gleich mal auf Anti-Schild gehen, ja. Und ich habe im Übrigen gar nichts gekauft. Ich habe gar nichts gekauft, das ist auch gut. I will not die. Not yet. So, einmal kurz hier hochheilen. Give your king a big hug. Stronger together. 30 seconds remaining. Oh mein Gott, I'm taking damage. Schade. Hat nicht ganz gereicht. Hat leider nicht sein sollen. Also der Fernando macht das gut. Leider Gottes muss man das sagen. Der Fernando, also der gegnerische Fernando macht das ziemlich gut. Unser auch. Also so ist jetzt nicht. Links, die Eevee. Die benutzt aber ziemlich oft den Eisblock.
Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Haha, das war die Eevee. Schön. Los geht's. Weiter, 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 weiter. Schieb, 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 schieb. Und durch. Jawoll. Erstmal ein Schild, dass keiner mir mehr meine Strähne klauen kann. Nice job. So, und das, obwohl ich komplett vergessen habe, was zu kaufen. Splash, Splash, Splash. Direkt. Und direkt. Also ich glaube, dass das hier Splash ist. Da bin ich mir nicht sicher, aber ich denke mal, dass das hier auf jeden Fall das Sinnvollste sein sollte. Wir nehmen das noch. Und wir können sogar noch direkt den nächsten nehmen. And now we win. Los geht's. Achso, habe ich das erzählt, dass ich die Ingenieurskin drauf habe? Das sieht man ja. So, von dem das Schild geht jetzt relativ zügig down, denke ich mal. Die möchte uns halt echt verlangsamen. So, da. Und heilt mich. Wo ist die Eevee? Die Eevee ist da rechts. Wenn drei Leute da stehen, um die Eevee abzufangen. Ich sag ja, der spielt eine ziemlich aggressive Eevee. Nicht schlecht. Das war blöd von ihm. Das war Blödsinn von ihm. Und Standing Win. Weil das macht euch nicht unbesiegbar. Das wissen die wenigsten Fernando-Spieler. Das Ding macht nicht unbesiegbar. Das Ding macht einfach nur immun gegen alle Schadensquellen. Allerdings erst, wenn ihr 1500 oder weniger Leben habt. Ach, ja doch, weniger Leben habt. So, weiter geht's. Sehr schön, der Fernando. Komm schon, komm schon, komm schon. Hier, hast du Schild. So. Und jetzt seht ihr auch, warum ich den Schild genommen habe. Ach, den Schildbrecher genommen habe. Weil ich einfach permanent gegen Fernando irgendwo kämpfe. Schade, da war die Cassie. Da war die Cassie ein bisschen besser als ich. 22. 22er Strähne. Kann der Drogus mich da noch einholen? Wahrscheinlich. Ja, hat er gleich. Komm schon, kill jemand bitte mal den Drogus. Nochmal eine 22er Streak hinzukriegen, wenn wir jetzt gewinnen, schaffe ich nicht. Okay. Okay, das habe ich jetzt null verstanden. Die Eevee hoppelt einfach weg und in dem Augenblick kommt die Cassie halt wieder. Oh, Moment, ich sollte eventuell mal was kaufen. Heilsames Töten. Ja, das können wir mal auf 2 bringen. Wir nehmen den Explosionsschild nochmal hoch und dann. Habe ich den. Nee, den Zerstörer habe ich nicht zweimal gekauft. Den habe ich doch zweimal gekauft, oder nicht? Egal. Wurscht. Naja, das war's. Ich wollte gerade sagen, als ich betäubt war und die Eevee gesehen habe, habe ich mir gedacht, jetzt ist vorbei, jetzt hast du keine Chance. Mach ich nicht weiter.
Wir können gucken, was wir nehmen. Nehmen wir Kronos oder Moralschub? Ich bin eigentlich bei ihm immer derjenige, der Kronos nimmt. Und ich glaube, das macht auch am. Just what I needed. Ja, das ist aber nur die Streak. Also die Eliminierungen, die er hat. Das sind ja nicht die Todesstöße, die er gegeben hat. Das sieht man leider nicht. Bei mir ist das auch immer irgendwie so komplett merkwürdig. Ich kann ja keine Mordserie haben. Ich habe, glaube ich, sogar Rampage schon gehabt. Ja. Stronger together. Zählte der noch? Weil dann ist die wasted gewesen. Aber ich hatte es halt schon gedrückt gehabt. Ja, shit. So, wir dürfen jetzt nur nicht nachlassen. Und drauf, jawohl, jawohl. Und das. Das mache ich immer so spät wie möglich, damit erstmal drauf, damit er halt nicht den Schild runterhauen kann, dass die Grumpy Bomb doch noch durchkommt. Erwischt. Oh, okay. Ja. Die ist nicht im Eisblock drin. Gerade noch gesehen. Gerade noch gesehen. Blöd, Mann. Jawohl. WWGG. Ach, VVGG. Juhu. Juhu. Ich wollte eigentlich noch VEW schreiben. Naja, gut. Das war doch nice. Das war echt nice. 33, 29, 28. Auch mit den 19 und den 17 sind die beiden auch gut dabei gewesen, würde ich sagen. Ja, gut gegen gegen Fernando Schilden ist halt schwierig, aber immerhin habe ich die meiste Zielzeit mit einem Punkt mehr. Yes. Nee, also es war halt eine super Runde. Muss man so einfach anerkennen. Also, das ist echt super gelaufen. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich freuen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Der eine heißt Sleepy Egg. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Paladins. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.